Jo. Du. Schwertinfanterie. Er ist noch frisch, begeistert, Flanken gesichert. Ja, warte mal ab. Vielleicht nicht mehr. Ich komme gleich wieder. Mach das. Müssen wir natürlich jetzt ein bisschen warten, warten, warten. Micha ist ab und zu schwer beschäftigt. Da bin ich mal gespannt, was die drei Bogenschützen mit dem dann anstellen. So, wieder da. Jo, Baby. Was bin ich mal beschäftigt? Wie Jo, jo. Dü. Oh, komm mal, das reicht immer noch nicht. Tick. Tag. Ticke-Tacke-Tuck. Und er läuft los und greift dich an. Muss er ja, was hat er denn für eine andere Möglichkeit? Na, immerhin. Ich denke mal, der wird fliehen. Ich guck mal, dass ich den platt mache dann. Boah. Da hat er mich einfach mal so weggehauen, ja. Der kleine freche Goblin. Jawohl. Jetzt geht's los. Wo die Geschosse abprallen oder drinnen stecken bleiben in den Goblin. Jetzt ist er gebrochen. Jo, Sieg. Ja, von wegen. Jagt ihn. Der entkommt uns nicht. Ich will zumindest nicht hoffen. Ja, er ist tot. Gut. Denn sonst kann er sich zurückziehen und natürlich dann seine Armeen wieder neu aufbauen. Zumindest sich regenerieren. Ist so ein schöner Verlust. Gut. Haben wir den einen Finger zerschlagen? Jetzt muss ich mir eben gucken, was haben wir denn? Ja, etwas machen wir noch. Dann hören wir aber auch gleich auf, ne? Bist du noch anwesend, Micha? Ja. Ein Jahr hätte gereicht. Na, ich hab doch ja gesagt. Feind im Kampf getötet. Sehr gut. Lord of Bretonia. Dann nimmst du direkt mal Marschierer. Das ist ganz gut. Wie sieht's hier jetzt aus? Ah. Protector of the realm. Glory awaits. Wir haben ja noch ein bisschen Money, Money, You Money. seek the lady's favor. I am the blood of Gilles. Achso, ich konnte die nur rekrutieren, weil es. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Yes. Ist die Frage, reicht das? Das müsste reichen für gleich. Müsste, könnte, müsste. Hast du ausgebaut? Nee, noch zwei Runden. Oh, hier unten kriege ich gleich so Probleme. Mach es jetzt dann nochmal. Muss ja sein. Ich gucke, da ich halt mit Burg, Bastion oder wie es geschimpft wird, nachher in der Konföderation eingehe. Dann schauen wir mal.
So, wo steht er denn? Ein Helmgard, auch nicht schlecht. Denk an deine Bewegung, ne? Ich meine, hey, ich jetzt suchst du Eilhard. Nee, du gehst nach Helmgard. Warte, ich habe hier verbündet. Kannst du ja machen, du kannst ihn ja belagern oder umkreisen. Vielleicht kommt nächste Runde der von Wiesland dazu und hilft dir dann. Men, war calls. Du musst diese Armee so oder so zerschlagen. Es ist egal halt wann. Und so wie ich das richtig gesehen habe, eben... ja gut, Helmgard ist besser bewacht, ja. Das sollte aber dennoch machbar sein. Attack! Warte halt auf den Verbündeten, wenn er dich angreift, dann ziehst du dich halt zurück. Ist ja kein Problem. Zumindest sollte es nicht. Oh, jetzt wäre ich hochgegangen. Was macht der denn hier bei mir? Brauchst du mal bitte wieder ab? Jetzt läuft er hoch, na toll. Ja. Kriegst du ja noch alles wieder. Keine Sorge, sonst erklären wir denen den Krieg. Ach nee. Es war alles halb so wild. Ich meine, klar, du hättest es jetzt auch anders machen können, aber ich wäre den Weg gegangen halt. Gut dann. Sallying for the lady and my right. Junge, 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 Junge. Das wird jetzt ein Spaß. Jetzt geht's schauen, ja. Jetzt kannst du auch gerne zuschauen, dort muss ich alleine kämpfen. Ich weiß nicht. Falsch drücke. Nee, kann's nicht. Hättest du auch sagen können, nö, du willst nicht zugucken. Och. Ist das schon? Komme ich dazu mit Deckung? Auch wenn ich dadurch verliere. Kann sogar sein, dass ich verliere. Mal gucken. Ach Quatsch, du schaffst. Was sagst du so? Ich habe ja lange kein Warhammer mehr gespielt. Strategische Genie ist not vorhanden. Ah, ich meine, ich bin ja im Angriff, ne? Bekommt meine Verstärkung. Der hat dich jetzt angegriffen oder du ihn? Ich ihn. Ich war so frech und habe ihn angegriffen. Ach du Schande. Ready for battle. Da kommt die. Ja, zum Glück auch, muss man dazu sagen. Zwei sind schon mal fast down. Speerträger, oder? Das ist ja... Speerinventory. Ja, ich weiß, fast ist nicht... Ist nicht tot, ja. Ja, gucken wir mal. Genau, schön drauf da. Tribuchets. Was haben wir denn? Schockkavallerie? Du bist gut gegen Infanterie, ne? Niedrige Bedrohung, finde ich eigentlich, ist ganz gut. Dann gucken wir doch mal, was wir mit denen machen.
Warum schießt ihr nicht? Weil ihr hinter einem Hügel seid? Ah doch, jetzt. Immer schön drauf da, meine Jungs und Mädels. Ihr könnt euch gerade aufstellen. Die fliehen schon mal, das finde ich super. Oh, Junge, 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 das geht jetzt gleich richtig zur Sache hier. Wenn die Armeen aufeinandertreffen. Oh, hat der viele Bogenschützen. Erster Weltkrieg incoming, oh. Sozusagen. Ja, man's glaubt doch nicht, ja. So blöd es auch jetzt klingt. Ist ja auch Massen aufeinander los. Nee, das ist ja schon, vor. Das ist ja vor. Spürt das ja. Oh shit. Da flüchten schon ein paar Einheiten von mir. Und schön. Macht sie nieder. Zumindest so gut wie es geht. Sieht aber bisher ganz gut aus. Jetzt kommen die Speerfuzzis wieder. Dass die Ort-Jungs auch so stark sind. Wahnsinn. Was? Achso. Ich wollte gerade sagen. Ab nach Hause mit euch. Das war's. Ah! Boah. Das war... gar nicht mal so schlecht. Ah, damit haben wir einen Schädelquetscher hier. Schädelquetscher. Jetzt kann ich hier auch helfen unten dann. Jetzt sind wir endlich so... ne? Zusammen. Zusammen! Jo, jo. Ich schaue erstmal kurz, wie viel Kohle der drinne hat, sonst werde ich den eine Runde plündern. Ich meine, ja, Ritterschaft, whatever. Das ist entscheidender Sieg und... nee, 2500 finde ich langweilig. Das lohnt sich nicht, da machen wir einen Dreck komplett platt. Ja, damit haben wir die Fraktion vernichtet. Vernichtet. Was hältst du davon? Ist doch ganz gut, oder? Ich nehme mal Grundausbildung. Gut. Und die Verluste halten sich in Grenzen. Ist ja prima. Jetzt müssen wir natürlich hier ein bisschen Economic antreiben. Noch eine Runde. Dann könnten wir...